Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Ja, und heute hatte ich ja gesagt, wollte ich mal ein bisschen mehr wieder an, Dingern sammeln. An Eispranken und anderen. Alter. Wie heißt das andere da? Magischen Symbolen, genau, das wollte ich sagen. Und hallo. Oder sind wegestreue Pfeile sogar die doch sind die ich habe. Und ja, deswegen mache ich das heute auch. Da ist mein Boot. Dazu wird nämlich erstmal hier dieser ganze Weg einmal durchgelaufen, quasi. Ich muss den Weg erstmal finden. Ist das der Weg, den ich nehmen will? Der und dann ja so geradeaus links abbiegen. Das scheint hier zu sein. Ich war hier auch schon mal, ne? Das wissen wir ja. Ich kann mich noch dran erinnern, zumindest, dass ich mal hier lang gelaufen bin. Stimmt, das könnte sogar sein, dass damals auch schon die Watyrenführer hier waren. Es ist gar nicht so unerwartet, dass die hier alle jetzt rumeiern. Also ein bisschen natürlich schon, klar, weil man dachte, die spawnen alle nicht mehr irgendwie in diesem Spiel. Aber dann war nix. Das stört mich einfach nicht. Das ist dann einfach ganz, das ist dann halt so. Kennt ihr das so, wenn ihr einfach, das ist so, das auch, wie man durchs Leben gehen muss, eigentlich manchmal. Manchmal muss man einfach wirklich so durchs Leben gehen und sich sagen, finde ich, ach komm, das juckt mich nicht, jetzt nicht. Also wirklich, vor allem finde ich halt auch so bei so Dingen, die halt dann eher so, ja, ich sag mal, die kleineren Sachen betreffen. Es ist ja, wir Deutschen sind ja ein Volk. Und wir Deutschen sind ja auch ein Volk, was sich gerne über alles und jeden aufregt. Das macht uns jetzt zum Teil auch aus. Und klar ist das natürlich so, dass wenn man sich aufregt, dann ist die eigene Stimmung natürlich auch mieser. Da gibt es wahrscheinlich ganz viele psychologische Untersuchungen zu, aber ich denke, das ist so ein typisches Phänomen, was man jetzt auch feststellt. Und da sehe ich es halt wirklich so, dass wenn man mal sagt, ach komm, ich riech mich jetzt über die oder die kleine Sache einfach nicht auf. Ich sage einfach, das ist mir scheißegal. Da kannst du so viel besser durchs Leben gehen. Ich sage selber nicht, dass ich das immer mache. Gottes Willen, ich bin ja kein, jetzt habe ich keinen passenden Begriff, Partisan ist falsch, Held, keine Ahnung, Held ist ja der nächste Begriff, der mir jetzt gerade dafür einfällt. Oh, ich bin wieder aufgestiegen. Ausdauer, Lebensenergie sind gleich. Ich mache Lebensenergie. Auf keinen Fall. Das ist halt einfach nicht der Fall. Und da würde ich dann halt doch schon sagen, dass
das echt, also dass ich das gerne oft mache. Am liebsten, das ist so, wenn ich jetzt mal gerade mir das so in den Kopf mache, wäre das wahrscheinlich mein bestes Beispiel. Wenn ich darüber nachdenke, mit dem Bus. So. Es ist ja diese typische Situation, du willst gerade noch irgendwo. Aua. Hin und da ist halt ein Bus. So, du, der Bus, keine Ahnung, fährt gerade an die Bushaltestation an, du bist aber noch auf der anderen Straßenseite von einer großen, viel befahrenen Straße. Dann werden ganz viele Leute natürlich. Ich verteufel das ja nicht, wenn das jemand macht. Werden ganz viele Leute wirklich rennen, am besten noch riskant über die Straße rennen, um zu versuchen, diesen Bus zu kriegen. Der ihm im schlimmsten Fall dann wirklich vor der Nase wegfährt. Und ich denke mir halt mittlerweile einfach wirklich nur noch, also ich renne nicht mehr zu Bussen. Ich renne wirklich nicht mehr zu Bussen oder Zügen oder so. Es sei denn, es ist wirklich jetzt so, ich sag mal, so die Situation, ich habe irgendwie für viel Geld ein Zug-Bus-Ticket gekauft, irgendwie, und wenn ich das verpasse, dann habe ich halt gar nichts mehr davon. Okay, das ist dann so eine Ausnahme, sag ich mal. Hier Sparpreis bei der Deutschen Bahn zum Beispiel, oder ich muss den Zug nehmen oder den Bus, sonst kriege ich meinen Anschlusszug nicht mehr, verpasse meinen Flug, dadurch komme ich zu spät zu einer Behandlung, 300 Leute sterben und das ist alles nur, weil ich nicht zum Bus gelaufen bin. Bei solchen Fällen. Da denke ich mir dann, okay, gut, ich lauf mal. Ich habe das auch perfektioniert, damals in der Schulzeit, also mit Abitur, alles was da war, habe ich das wirklich perfektioniert, da wirklich jeden Tag immer zum Bus gelaufen, weil, oder irgendwelche Anschlussbusse oder so, immer. Immer gelaufen, immer gerannt, richtig gerannt. Ich war auch der, also ich hatte es perfektioniert, die Technik in einem Bus, egal wie voll er ist, irgendwie Platz zu kriegen. Aber ganz ehrlich, ich habe einfach keine Lust mehr darauf gehabt. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich ständig einfach wirklich, also ich sehe den Bus. Und da ist keine Straße zwischen. Da ist einfach, also hier, wo ich eine Bushaltestelle habe zum Beispiel, ist das so, der ist, das ist halt alles in so einer, ja, verkehrsberuhigten Zone, kann man nicht sagen, aber in einer relativ ruhigen Zone. So, und wo ist das Ding? Und wenn ich wirklich sehe, der Bus ist da und der hält gerade an und ich bin irgendwie nur so ein paar Meter entfernt. Ich renne einfach nicht mehr. Einfach weil ich keine Lust mehr darauf habe, den Bussen hinterher zu laufen. Dann denke ich mir einfach wirklich, ach komm, ich nehme den nächsten. Das ist mir dann wirklich so komplett egal. Halt, außer natürlich wieder in den genannten Situationen, wo ich dann halt irgendwo wieder hin muss, klar, ne? Das sind ja immer die Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regel, kennt man ja. Und so ist es halt wirklich, dass ich mir sage, ach komm, jetzt hast du den Bus verpasst. Aber weil ich halt nicht mehr renne, kann ich mir halt wirklich sagen, es ist ja nicht so schlimm. Und ich kann mir auch sagen, ja, jetzt ist dir der Bus, trotz dass du alles gemacht hast, vor der Nase weggefahren. Weil,
Ich sag mal, wenn ich böse zu mir selbst wäre, dann könnte ich einfach sagen, ja, der Bus ist dir vor der Nase weggefahren. Du hättest ihn eh nicht bekommen oder so. Also, dass ich mich selbst halt so anlüge. Bei manchen Fällen denke ich mir dann halt so, ja, wenn du jetzt gelaufen wärst, hättest du ihn wahrscheinlich bekommen. Aber ich denke mir dann halt auch im gleichen Atemzug, du hattest keine Lust. Und das ist richtig so. Und halt solche kleinen Dinge. Das sind halt die, dass man sich darüber nicht mehr aufregt. Den Bus nicht verpasst, den Bus verpasst zu haben. Was weiß ich, keine Ahnung. Dir fällt irgendwas runter, was jetzt nicht kaputt geht oder so. Irgendwelche solche Dinge halt. Wenn man sich dann darüber nicht mehr aufregt, das ist eigentlich, finde ich. Ich glaube, da kann man wirklich die Lebensqualität sehr gut steigern. Vor allem ne, mit schlechter Laune. Es ist ja so, von Meckermäulern hat ja niemand was. So. Haben alle immer nur schlechte Laune. Wenn einer meckert, haben alle schlecht. Meckern alle. So. Da hat ja jeder das davon. Zum Beispiel habe ich das so bei mir. Ich habe eine Frau, Mädchen, ich weiß gar nicht, ich weiß immer nicht, welchen Begriff ich nehmen soll. Eine junge Dame. Keine Ahnung. Bei mir im Bekanntenkreis, die meckert halt immer, immer redet die darüber, ja, mir ist zu kalt, ja, ich friere, ja, verdammt, ist das hier kalt, bla bla bla, die ganze verdammte Zeit über. Und ich denke mir halt so, ah, wieso erzählst du mir das? Ich kann daran nichts ändern. Ich kann es einfach nicht ändern. Ich weiß übrigens nicht, wie ich hier sonst hingekommen wäre. Und beim dritten Mal erzählen ist es schon langsam nervig. Und das ist halt wirklich so, wenn die erzählen und erzählen und erzählen, du kriegst halt selber schlechter Laune dadurch, dass die halt selber die ganze Zeit ihre schlechte Laune verbreiten. Dann denke ich ja mir lieber, ach komm, mir ist das egal, wie warm es oder kalt es hier ist. Ich mach das Beste aus meiner Situation. Ja, das ist halt immer das Problem. Aber das sind halt so Leute, die wollen, glaube ich, dann manchmal auch schlechte Laune haben. Das ist ja so. Das ist so, glaube ich, auch so eine der wichtigen deutschen Sachen. Du musst halt schlechte Laune haben. Also nicht. Ne, ich habe den Satz falsch angefangen. Die Deutschen wollen halt schlechte Laune haben. Manchmal. Glaube ich. Ist nicht, dass sie einfach immer irgendwas erfahren, was schlechte Laune verursacht. Nein, nein, nein. Die wollen einfach schlechte Laune haben, sage ich. So. Hier muss ich wahrscheinlich rein, ne? Ja. Oh, hi. So ein ist das auch, obwohl die gar nicht Deutsche ist. Aber gut. Wer jetzt nicht deutsch ist und in Deutschland lang genug lebt, der gewinnt ja auch du die ein oder andere Angewohnheit, sagen wir es mal so. Teilweise sind sie dann ja sogar deutscher als Deutsche. Ist auch so ein beliebter Satz, den man dann manchmal bringt, tatsächlich. Habe ich so festgestellt. Man ist deutscher als ein Deutscher. Na, die sind gut gerüstet oder irgendwie stark hier, habe ich das Gefühl. Aua, aua.
So, ist also noch irgendwo ein Unterraum, okay. Ja, das ist auch der richtige. Ja, und das ist halt wirklich das. Also Leute, regt euch nicht über jede Sache auf. Seht auch einfach mal das Positive an irgendwelche Sachen. Jede Sache hat irgendwie auch noch irgendetwas Positives an sich. Das mag vielleicht manchmal auch für mich. Und ich bin ja ein sehr optimistisch denkender Mensch. Ich weiß, ich rege mich sehr oft auf. Ich bin auch von vielen Sachen immer schnell getriggert. Aber ich finde, das schließt sich nicht aus damit, dass ich ein optimistischer Mensch bin. Ich bin ja, zum Beispiel, wenn ich halt jetzt Skyrim spiele und es geht halt gerade wirklich alles schief. Ich bin ja nie einer dieser Leute, die dann sagen, ja, es wird einfach nie wieder mehr irgendwas klappen. Ich bin halt immer schlecht. Ich reg mich dann immer eher gerne nur über die aktuelle Situation auf. Deswegen, um das von vorne wieder ein bisschen so zu, ja, beschwichtigen, daran sieht man halt auch. Ich kann meine eigenen Ideale, wie ich sie gerne hätte, natürlich nicht immer aufrechterhalten. Das wäre auch zu schön. Es wäre auch relativ, ich sag mal, realitätsfern. Oh. Hier muss ich doch hin. Oh, was ist das denn? Okay. Ich muss dahin oder hierhin? Ne, ich muss hierhin. Ja. Hä? Das ist komisch. Das ist auch wieder so eine interessante Höhle. Das ist halt so typische Ruine, finde ich. Das ist so eine Ruine, wie eine Ruine richtig aussehen muss. So alles eingesunken, irgendwie in den Steinen verbaut. Das finde ich schick. Ich könnte mal wieder mein Brot essen. Und dann halt wieder was Episches. Und dann kommt Maruk Dunkelband. Er ist nicht ganz schwach, aber auch nicht ganz stark. Hallo. Ist halt wieder mal üblich. Der Loot. Nichts ist übermäßig Gutes, nichts ist übermäßig Schlechtes. Und das ist das, was uns alle glücklich macht. Da, da. So. Dann war das doch gerade kein Verhörer. Ich wollte es nicht. Ich hab's echt nicht sagen wollen, aber ich hab das Gefühl gehabt, ich hab gerade eben schon diesen Irrenwurz gehört. So. Habe ich jetzt keine Lust. So. Hier sind wir so 1 Milliarde Wege, das ist halt auch so typisch wieder mal. Ich will doch nur zu dieser Eispranke. Ja? Ah, das schaffe ich. Ne. Aha. Scheiße. So. Schick. Hä? Oh, das. Halla, das war nicht schlecht getarnt.
Okay, was haben wir hier? Wo, also ich will einmal wissen, wo komme ich hier raus? Ich kann ja vermutlich wieder rein und der, die Höhle war ja nicht so kompliziert. Ah. Huch. Wo bin ich hier? Ah, perfekt, dann kann ich ja nach links weitergehen. Heilige Maria, Halla. Okay. Es ist halt immer wieder... Alter, das ist halt so richtig episch gerade, der Ausblick. Das ist immer wieder lustig, ne? Das ist sogar ein sehr offensichtlicher Ort, wie man ja nach irgendwo hinkommt hier eigentlich. Und, trotzdem wird wahrscheinlich niemand diesen Eingang davon nehmen. Ich finde das immer wieder faszinierend, wie Leute sowas so verstecken können. Jetzt die Frage, muss ich jetzt aber rechts abbiegen, okay. Und ich bin hier lang gelaufen und ich müsste das sehen, dass das so nach da. Das ist unfassbar. Ich muss es trinken. So. Also, So, hier, genau, hier war die Mine. Dann ist da gleich, genau, bei dem Zeltlager sind hier direkt mehrere dann. Ich wollte ja zumindest noch eigentlich die hier und die hier sammeln. Das könnte wieder mal eine überlange Folge werden. Eine überlange Folge. Aber gut. Es ist ja mittlerweile zu so einer Art Überlänge-Kompositorium geworden, dieser Teil von Enderal. Es ist also dementsprechend nichts Außergewöhnliches mehr. So, hier irgendwo soll eine Eispranke, denke ich mal, sein. Und irgendwo ist hier ein Gegner, aua. Eine Golden Forst Matriarchin, natürlich wieder mal. Aber wo ist... Ah, da oben. Okay. Mittlerweile haben wir schon echt viele eingesammelt, muss man einfach mal so eingestehen. So, dann gehen wir noch da zum Turm. Aber Türen sehe ich schon. Hallo! Es ist halt so lustig, dass ich immer erst ansprechen habe. So. Oh, direkt vor mir irgendwo. Also wirklich in unmittelbarer Nähe. Links jetzt. Also hier vermutlich eher. Ich bin so nah dran, vermutlich. Irgendwo da, ich guck mal von oben, vielleicht sehe ich da mehr. Oder das dann überhaupt erst. Aber kann ja aber nicht sein. Ah, guck mal, doch hier. Und dann hinter mir, okay. Da irgendwo. Hier schwebte Bodentextur. Okay.
Nee, das ist außen. Ach, dann hätte ich wahrscheinlich gerade durch das Tor gemusst, oder? Ja. Da hatte ich jetzt gerade eine Lust drauf. Direkt vor mir wieder, also hier. Ah. Okay. Das habe ich und das andere ist da oben. Ah. Und ein Schutzzirkel. So, das haben wir. Also kann ich jetzt nach hier links gehen. Okay. Also im Gegensatz zu dem, was wir letzte Folge hatten, boah, meine Leute, das ist viel. Nee, hier will ich gar nicht hin, obwohl das so aussieht wie so ein Tor. Also das ist alles so ein großer Kreuzungsplatz hier, kann das sein? Ja, muss ja, ne? So, hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Perfekt. So. Okay, hier ist viel Blut wieder vergossen. Eigentlich kann ich auch mit Waffe im nicht im Anschlag laufen. Ich kann ja schnell zücken. So, da muss ich gleich zücken. Ach, Eistrolle, ich habe noch schlechtere Erfahrungen. So, das haben wir geschafft. So, okay. Das ist einfach so schnell, dass hier so eine Eispassage ist. Aber das mit dem Mittelteil haben wir schnell geschafft, ne? Da ist's, Alter. Was ist das denn? Plötzlich so ein Wind. Junge, Junge. So, oh, da oben ist schon dieses Atrium. Hallo. Ich werde dich gleich töten. Nicht du mich, ich dich. Das hast du falsch verstanden, Bärchen. So. Da ist erstmal ein Windwurz. Nürnwurz. So. Dann ist hier irgendwo noch eins. Ein weiteres Nürnen. Wurz. Direkt vor mir soll noch eins. Das ist wahrscheinlich da oben. Davon gehe ich ganz stark aus. Und da war da noch das zweite. Irgendwo. Ach komm, mache ich erst dich. Gerade kurz. So. Da oben ist wieder hoffentlich nicht wieder so ein überstarker Eistroll. Diese in den Superschneegebieten, die Eistroll. Wieso wechseln denn eigentlich so viel Nürnwurz? Die sind halt die, die mir die Probleme gemacht haben. Hi. Sag mal, hier soll doch. So. Aha, direkt irgendwo hier ist ein magisches Symbol. Okay. Ja gut, das war gar nicht mal so unoffensichtlich. Wieder mal eins höher. Stufe 60, Alter. Also so hoch soll man noch gar nicht gehen können, eigentlich laut denen, oder? Ja, wahrscheinlich das ganze Spiel von denen gefickt. Dadurch, dass es so viele Level. Aber das ist, was ist das denn für eine schöne Ruine? Ja, meine Leute, Ruinen können auch schön sein. Das sind eben nicht immer nur kaputte Steine.
Okay. Huch. Das wollte ich haben. So. Ich will die gerade mal noch durchgehen. Hallo? Das ist nicht hässlich. Ja, es wird nur eine kleine Überlänge. Tatsächlich sogar. Hallo, Eiskönigin oder wie auch immer du dann nochmal hießt. Ahnengeist. Wow. Bist du aus der Asche des Phönix entstanden oder was war mit dir, Frostelementar? Oh, das ist ich weiß jetzt echt nicht, wie es gerade heißt. Mammut. So heißen die Dinger. Hallo. Eigentlich müsstest du schweben können, Ahnengeist, oder? So. Aber der Mammut wird nicht wiederbelebt, scheinbar. Was ist hier? Hat es sich gelohnt? Ein bisschen, ja. So, da kann ich bestimmt runterspringen, ohne zu sterben. Ah, zwei Mammuts. Okay, das sieht doch aus wie eine gute Plattform, wo ich erst landen kann. Aua. Oh. Hi. Da muss ich vielleicht keinen Schaden regeln, riskieren. Und mache auch noch Erfahrungspunkte. Ich habe schließlich noch nicht genügend. So ist das, ne? Alt-Uskasarak, so hieß das Ding übrigens. Ich denke, du lebst nicht, aber ich glaube, ihr beiden lebt, ne? Ist das richtig? Heißen dich hier eigentlich auch Mammuts? Alter Vierhauer, naja gut. Oh, stellt euch vor, wir würden in der Zeit leben, wo Mammuts noch leben. Die würden einfach so genutzt werden von der Wirtschaft. So. Ich kann als Abkürzung, glaube ich, hier lang gehen. Wow. Komme ich doch da runter, ne? Ja. Meine ich doch wohl. Ich könnte wieder was essen eigentlich. Ha, und hier beginnt langsam das Grün wieder. Schnee hört auf. Grün beginnt. Das ist immer so schön. Okay, da unten sind gleich noch Dinger. Da muss ich mit TCL einfach hingehen. Ich nehme erstmal die beiden, die hier am Wegesrand sind. Ich finde übrigens die Gegenden, wo kein Schnee ist, deutlich schöner. Muss ich einfach mal so sagen. Also auch allein, weil halt der Schnee, ist halt nicht schön Schnee. Ist halt alles irgendwie weiß in weiß, ne? Echt? Wie kommt ihr denn da drauf? Aua. Okay. Du bist auch so eine Schlampe. Huch. Das wollte ich nicht. So. Geronimo. Äh,
Irgendwo hier soll jetzt was sein, da sehe ich ein Symbol. Guck mal, da hätte ich nämlich halt komplett hier runter gemusst. Das ist nett. Ja. Und dann wieder da hoch zu gehen. Das Ganze, das hätte man noch nie gefunden, oder? Das ist extrem schwer. Alte Zahnfee, ey. Mensch. So. Perfekt, genau. Oh, Wölfe. Wölfe jaulen. Ich rieche die XP. So. Aha, direkt eine Eispranke irgendwo direkt voraus. Ich werde übrigens offscreen bis zu dieser einen Kreuzung zurückgehen. Bis zu der Waldkreuzung Golden Forest. Dass ihr das schon mal wisst und euch nicht wundert. Hier ist wieder so Abfuckgebirge. Da unten? Irgendwo hier? Direkt vor mir. Ah. So. Aber hier, wo es wieder mal schön ist, werde ich jetzt einen Cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich wieder hier bin. Bis dahin und ciao.